Dein Denken bestimmt, wie dein Leben verläuft. Dein Denken ist von ganz entscheidender Bedeutung für den Verlauf deines Lebens. Und weil der Feind das weiß, attackiert er dich ständig in deinem Denken. Unser Denken ist eigentlich unser größtes Schlachtfeld. Und dort entscheidet sich, ob wir im Sieg oder in Niederlage leben. Du kannst dir das so vorstellen wie ein Ackerfeld. Da wächst gute Saat, aber da wächst auch Unkraut. Der Feind kommt und streut ständig Unkraut hinein. Und du musst in dem Garten deines Denkens dabei sein und gucken, dass du dieses Unkraut ausreißt, bevor es sich ausbreiten kann, bevor es wachsen kann, bevor es groß wird. Das ist beispielsweise wie folgt. Ein Mensch hat niemals in seinem Leben einen Gedanken an Ehebruch gehabt. Aber auf einmal, beispielsweise durch eine Fernsehsendung, ist da ein Gedanke. Irgendwas hat da auf einmal Fuß gefasst in seinem Denken. Und das ist wie so ein Same, ein Unkrautsame, der ins Denken hineingesät ist. Der geht jetzt auf und fängt an, da so seine Blättchen hervorzubringen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man hingeht und es ausreißt. Das geschieht beispielsweise, indem man sagt, im Namen Jesus, ich akzeptiere nicht, dass dieser Gedanke in meinem Denken bleiben kann. Ich sage, das muss mein Denken verlassen. Ich nehme diesen Gedanken nicht an. Ich lehne ihn ab. Nun ist Unkraut hartnäckig und man muss das vielleicht mehrmals oder vielleicht sogar viele Male tun. Aber es ist notwendig, damit das nicht wächst. Weißt du, wenn man darüber nachdenkt, darüber nachsinnt, sich das vielleicht ausmalt in dem Gedanken, dann bewässert man das, dann pflegt man diese Unkrautpflanze, dann wächst sie und wächst immer mehr. Und irgendwann einmal kommt es, dass sie so verwurzelt ist und so groß ist, dass sie das ganze Denken bestimmt. So etwas wie ein Ehebruch geschieht nicht aus dem Affekt heraus. Das geschieht, weil er viele Male im Denken abgespult ist. Und irgendwann, wenn es dann dazu kommt, ist es fast wie so eine Automatik, die abläuft. Und das gilt für viele, viele Dinge im Leben. Beispielsweise auch mit Suizidgedanken. Ja? Das sind Dinge, die durchgedacht, durchgespielt worden sind im Denken. Und es ist so wichtig, dass wir darauf aufpassen, wenn so etwas kommt, ein solcher Unkrautsame, dass wir ihn wirklich ausreißen. Und wenn der Nächste kommt, wieder ausreißen. Wenn der Nächste kommt, wieder ausreißen. Ihm keinen Raum geben. Der Feind will unser Leben elend machen und uns in Niederlage und Bedrängnis bringen. Und er will mit dem Unkraut, dass die gute Saat, die der Herr in unser Leben hineingesät hat, kaputt geht und wir wirklich unter diesem Unkraut schier ersticken. Und dieses Unkraut sind bei den unterschiedlichsten Menschen ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Beispielsweise, wie schon gesagt, Ehebruch, Scheidung, ja, oder alles hinwerfen, weglaufen, Selbstmord, Abtreibung. Und so weiter, unterschiedlichste Dinge. Angst ist solche Unkrautgedanken. Und ich lade dich ein, wenn so etwas kommt, wirklich entschlossen und diszipliniert dieses Unkraut in deinem Leben auszureißen. In der Bibel lesen wir in Matthäus, dass Jesus sagt, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen. Genau das ist das Bild. Der Herr sät Gutes in dein Leben, Weizen, der hervorkommt, und der Feind sät Unkraut. Unkraut, was dein Leben in Niederlage und in Elend bringen soll. Für dich gilt folgende geniale Zusage. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das meine ich damit. Du musst die Gedanken, die aufkommen, einfach unter den Gehorsam Christi bringen. Du musst sagen, dieser Gedanke entspricht nicht dem Willen Gottes. Dieser Gedanke ist nichts, was ich als Kind Gottes zulasse. Dieser Gedanke, beispielsweise von irgendwelcher Perversion, ich lehne es ab, ich gebe dem keinen Raum. Ich nehme ihn gefangen und erkläre, dass er wie Unkraut ausgerissen ist.
Wenn du das anfängst, in deinem Leben zu tun, dann wirst du merken, wie dein Weizenfeld immer besser wächst und wie das Unkraut immer mehr zurückgedrängt wird und wie dein Leben leichter und angenehmer wird. Du kannst jederzeit, egal wie das schon gewuchert ist, das Unkraut ausreißen und einfach anfangen, diese Dinge unter den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Und dann wirst du sehen, wie dein Leben sich verändert, verwandelt, besser wird und du wirst sehen, dass Gott viel, viel mehr für dich hat.